Ja, grüß Gott und Namaste. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin Lehrer und Betreiber der vedischen Astrologieschule, wo Sie über das Internet anhand vieler interessanter Lehrvideos und vieler interessanter Dokumente sich selbst und das Leben eingehend studieren können. Ja, in diesem Video geht es nun um die Deutung der Transite für den Monat Februar 2019 anhand des jeweiligen Aszendenten und nicht, wie Sie das vielleicht aus der westlichen Astrologie kennen, anhand Ihres Sonnen- oder Sternzeichens. Denn in der vedischen Astrologie wird primär anhand des Aszendenten gearbeitet, der dort viel, viel wichtiger ist als wie das sogenannte Sonnenzeichen. Sollten Sie also Ihren Aszendenten nicht kennen, dann können Sie hier unterhalb dieses Videos auf einen Link gehen, um auf eine Seite zu kommen, wo Sie ganz einfach Ihre Daten, Ihre Geburtsangaben eingeben können, um zu sehen, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches dieser 12 Videos im Februar für Sie nun das Richtige ist. Denn Sie müssen ja wissen, bin ich Aszendent Waage, Aszendent Widder, damit Sie sich das Richtige der 12 Videos für den Februar nun aussuchen. Ja? Dann, ehe wir loslegen, bitte ich Sie noch 2 Minuten Ihre geschätzte Aufmerksamkeit mir zu gönnen. Und zwar, falls noch nicht geschehen, tragen Sie sich ein hier in den Verteiler für meinen Newsletter. Dort bekommen Sie einmal im Monat hochinteressante Informationen, die immer wieder positive Rückmeldungen auslösen bei mir. Erst jetzt wieder war viel Begeisterung zu dem Artikel über das Thema Wiedergeburt anhand des vedischen Horoskops. Dort habe ich Horoskope verglichen, wodurch man die Wiedergeburt eines Menschen beweisen konnte oder zumindest zu extrem hoher Wahrscheinlichkeit. Und interessante Angebote, Vorträge, ja, dann natürlich auch Weltgeschehen werden gedeutet. Und dazu ist auch unterhalb dieses Videos ein Link, wie Sie sich eintragen können, ja, um an diesem Verteiler einmal im Monat dann dadurch Ihre vedischen Astro-News gratis zugestellt zu bekommen. Ja, dann, wie sagen die Weisheitslehrer anhand des Orakel von Delphi? Mensch, erkenne dich selbst. Und der Spruch geht eigentlich noch weiter, denn es heißt, und du wirst das Universum und die Götter erkennen. Wenn wir also zu dem höchsten Wissen und dem besten Leben uns aufschwingen wollen, ja, dann geht es nur über den inneren Weg, die innere Entwicklung. Und dazu habe ich mich entschieden, nachdem das letzte Jahr das erste Seminar hier zum Thema vedische Astrologie auf Zypern sehr positiv aufgenommen wurde, jetzt noch mehr Seminare anzubieten. Es gibt jetzt 2 Themen. Das erste Seminar lautet: Meistern Sie Ihr Schicksal anhand der Sterne. Ja, hier geht es um das Thema Karma und den roten Faden in Ihrem Leben und wie Sie dies erkennen und anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops bestmöglich meistern können. Und das zweite Seminar, hier geht es um Ihre spirituelle Entwicklung, auch natürlich anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops. Und zwar, wie ist die Pilgerreise Ihrer Seele zurück zur Quelle angelegt und wie können Sie diese anhand Ihres eigenen vedischen Horoskops bestmöglich unterstützen. Ja, diese Seminare, wie gesagt, finden hier statt, wo ich lebe, auf der Insel Zypern, wo die Götter Urlaub machen. Die ersten Seminare sind jetzt Ende März und Anfang April. Es wird auch nochmal, diese beiden Seminare wird es auch nochmal im Herbst geben. Ich lade Sie ein zu diesem so besonderen, ja, Seminar der vedischen Astrologie zur Selbsterforschung auf Zypern. Und noch ein Anreiz für Sie, für Schnellentschlossene winkt ein Frühbucherrabatt von 20%, sofern Sie sich bis 10. Februar 2019 dazu entschließen und den Betrag entsprechend anweisen. Ja, jetzt aber los.
Ich vergesse noch, auch hierzu natürlich ist unterhalb dieses Videos der Link mit weiteren Informationen und einer Broschüre und Erklärungen, damit Sie noch viel mehr wissen über die Seminarinhalte, wo das ist und so weiter und so fort. Jetzt aber los mit der Deutung der Sterne für Monat Februar 2019. Ja, dann schauen wir für Sie als Arzt in den Widder, wie sich die planetare Großwetterlage jetzt im Februar 2019 darstellt. Hier erstmal der Chart und wir beginnen mit den Planeten, die eine langfristige Auswirkung haben, sprich die nicht nur im Februar das Horoskop beeinflussen, sondern über mehrere Monate, ja teilweise sogar Jahre. Und hier sehen wir, dass sich ja nichts verändert hat. Nur noch mal kurz zur Erinnerung, die Hintergrundenergie, die langfristig am Wirken ist bei Ihnen als Aszendent Widder, drückt aus, dass Sie ja mehr in Richtung Karriereentwicklung gehen wollen, hier mehr Tiefe entwickeln wollen, hier mehr auf eine langfristige Ausrichtung hinarbeiten möchten, wobei aber dafür, um hierin weiterkommen zu können, ja, was ihr eigentliches Ziel ist, Persönlichkeitsentwicklung, ne, mit Rahu in Haus 4 wichtig ist. Gleichzeitig diese Achse hier, Saturn, Rahu, Ketu mit Krebs und Steinbock, drückt auch aus, dass es um Balance geht zwischen dem, wie viel sind Sie in der Arbeit und wie viel Zeit möchten Sie zu Hause sein. Ja? Eine Balance zwischen innerer Arbeit und äußerer Arbeit, könnten wir auch sagen. Denn wenn wir nur in die Arbeit gehen, ja, und keine Zeit haben für unsere innere Arbeit, das wäre verfehlt, das wäre wirklich ungünstig, denn die größten Schätze, und das lassen uns alle Mystiker, Propheten, Philosophen, Gelehrten etc. wissen, die finden wir nur innen. Und mit Rahu im Krebs gibt es auch ein Verlangen, mehr in das eigene innere Universum eintreten zu können. Was aber nicht eben im Widerspruch dazu steht, gleichzeitig dennoch den Wunsch zu haben, wie Sie zu mehr Verantwortung, mehr Tiefe, mehr Authentizität in Ihrer beruflichen Ausrichtung kommen. Ja? Saturn sucht ja gern nach Fehlern. Ja? Und wenn jetzt irgendwelche Fehler auftauchen, ja, wo Sie merken, da passt was an Ihrem beruflichen Pfad nicht, dann wollen Sie das korrigieren. Saturn in Haus 10 im Steinbock fordert Sie auch auf, eben wirklich genau zu überlegen, wofür setzen Sie beruflich Ihre Lebenszeit ein. Und wie gesagt, eben das Ganze hier in Balance zu bringen. Jupiter in Haus 9 ist selbstverständlich eine super Position, denn sie ernten jetzt Glück aufgrund vergangener Karmas. Das Jahr 2019 steht unter dem Glücksstern Jupiter bei Ihnen, der sich im Glückshaus befindet. Das bringt auch für die Ehe eine gute Energie, wenn Sie verheiratet sind. Oder das gibt Ihnen Sinn und Freude darin, nach Sinn und Dinge, die Freude macht, zu suchen. Ja, so drückt sich das aus. Das neunte Haus ist auch die Astrologie. So könnten Sie mehr Sinn und Freude jetzt finden, sich mit der Astrologie beschäftigen zu wollen in 2019. So, wir gehen aber jetzt mal zu den Planeten, die kurzfristiger laufen. Und dann sehen wir, dass die so wichtige Sonne, die ja für Ihre Seele steht, die ja sie als Ganzes beschreibt in der Person, die meiste Zeit im Wassermann ist, sprich in ihrem 11. Haus, wovon Merkur auch nicht weit entfernt ist, der aber dann in die Fische geht. Nun, das 11. Haus gibt eine Betonung darauf, dass sie im Monat Februar Interesse haben,
mehr mit Freunden in Verbindung zu sein, ja. Sie wollen sich mit ihren Gleichgesinnten mehr austauschen. Das 11. Haus hat einen starken Bezug in Richtung so Vereinsleben, wo man mit Menschen zusammenkommt, mit denen man auf der gleichen Wellenlänge ist, weil man beispielsweise durch ein Hobby mit diesen Menschen verbunden ist. Und das ist ja etwas sehr, sehr Schönes, weil so eine Beziehung wird ja dann nicht nur getragen eben von dem, dass man sich persönlich gut versteht, sondern da kommen dann auch noch die gemeinsamen Interessenslagen dazu. Allerdings, Sie sehen schon hier, der Merkur, der sich auch bis zum, na schauen, und zwar bis zum 8. Februar auch hier im 11. Haus aufhält, dann geht er ja ins 12., ist in den ersten 8 Tagen verbrannt. Genauer gesagt, bis zum 10. Februar ist er im Wassermann. Und davon ist er 8 Tage verbrannt, weil er zu nahe an der Sonne ist, ja, sagt uns hier die vedische Astrologie. So sind Merkur-Themen etwas holprig und können leichter Frustration bringen. Nun, Merkur bedeutet, Sie sollten achtsam sein in Ihrer Kommunikation, ja. Wie spreche ich mit beispielsweise jetzt Gleichgesinnten? Wie kommuniziere ich mit meinen Freunden? Hier könnten Ihnen in den ersten 10 Tagen des Monats Februar stärker bewusst werden, wo Schwächen sind im Austausch, in der Kommunikation mit Ihren Vereinsmitgliedern. Das kann aber auch ein Netzwerk sein, was Sie in Facebook haben, dass da ein bisschen Stress gibt, ja. Aber nichtsdestotrotz geht Ihr Interesse einfach in Richtung Vereinsmitglieder, Gleichgesinnte, Freunde, ja. Das ist das Thema des 11. Hauses. Unabhängig davon ist das 11. Haus ein sehr günstiges Haus, denn es steht für Gewinne und Belohnung. Und je besser Sie Ihren Lebenspfad in den vergangenen 12 Monaten gegangen sind und sich um Ihre entsprechenden Verantwortlichkeiten gut gekümmert haben, beziehungsweise auch darauf geachtet haben, dass Sie primär nur gute Saaten sehen, kann nun leichter Belohnung, Beförderung oder mehr Geld zu Ihnen kommen. Ja, das 11. Haus steht für Einkommen, für Wertschätzung, Wertschätzung auch durch den Partner. Das bedeutet, dass Sie durch eine Partnerin, die Sie haben, oder einen Partner mehr Liebe und ja, einfach Wertschätzung erfahren. Wie können Sie selber das 11. Haus aktiv nutzen? Nun, das 11. Haus steht für unsere größten Wünsche im Leben. Und aus Sicht der Veden, ja, mit der die vedische Astrologie ja verbunden ist, sind es ihre Wünsche, ihre größten Wünsche, die sie ja im Rad der Wiedergeburt gebunden halten, sprich spielen eine große Rolle, warum sie wieder auf der Erde sind. Und so geht es darum zu sehen, ja, worin bestehen denn meine größten Wünsche? Und mit Sonne in Haus 11 jetzt im Monat Februar könnten Sie entweder, wenn Ihnen Ihre größten Wünsche im Leben schon wirklich klar sind, hier Schritt für Schritt gut weiterkommen, ja, dass Sie hier Erfolge haben in der Umsetzung Ihrer größten Wünsche im Leben. Oder, falls Ihnen diese noch nicht so bewusst sind, könnten Sie jetzt besser zu suchen anfangen, um sich klar zu werden. Ja, was will ich denn überhaupt hier? Ja, weswegen bin ich denn hierher gekommen? Ja, es kann ja nicht sein nach dem Motto, ich sag's mal ganz vereinfacht, ja, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Arbeiten, Rente, Pflege, Tod. Und zwischendrin heiraten, Kinder zeugen, Haus bauen, Baum pflanzen und das war's. Ich will das nicht abwerten, nur Sie ein bisschen, sagen wir mal, provozieren, dass in jedem Menschen, also eine Individualität ist, die etwas Besonderes, Einzigartiges, Individuelles auch erlangen möchte in diesem Leben. Und dem mehr auf die Spur zu kommen, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt. Ja, was haben wir noch? Mars, der so wichtige Herrscher des Aszendenten, ist den halben Monat
in ihrem Aszendenten noch, dann geht er ja ins zweite Haus. Das bedeutet, in den ersten 15 Tagen gibt es auch einen starken Fokus auf sie selber. Sie können sich jetzt sehr gut abgrenzen in den ersten 2 Wochen zu anderen, ja, wo sie einfach sagen, Moment mal, stopp, ja, das geht mir jetzt da zu weit, ja. Und sie können diese Energie auch sehr gut einsetzen, ja, für die Entwicklung von Selbstbeherrschung, ja. Selbstbeherrschung ist die größte Aufgabe, die Mars ihnen helfen kann zu meistern. Denn wenn wir etwas machen wollen, ja, aber es dann aufgrund von irgendeiner Schwäche nicht machen, dann haben wir nun jetzt Selbstbeherrschung. Ja. Für Widder-Aszendenten gibt es eine leichte Neigung oder auch stärkere Neigung, je nachdem wie ihr Mars im Horoskop ist, zu direkt oder zu verletzend zu sein. Ja. Und ach, das wollte ich jetzt gar nicht. Ach, das tut mir jetzt aber leid. Ja, das ist aber schon passiert, ne? Und Selbstbeherrschung bedeutet, dass sie eben sich unter Kontrolle haben in jeder Situation bezüglich ihrer Gedanken, ihrer Taten und ihrer Worte. Und mit Mars in Haus 1 in den ersten 2 Monaten könnten sie diese Energie sehr gut einsetzen dafür, zu mehr Selbstbeherrschung oder anderen Vorteilen von der Entwicklung von Charakterstärke vorwärts zu kommen, ja, sofern sie ihre Schwächen halt auch schon gut kennen, ja, aber da muss man auch wieder Selbstanalyse betreiben anhand des eigenen individuellen Geburtshoroskops. Dann geht Mars in Haus 2 Mitte Februar, das bedeutet, Ihnen wird ab Mitte Februar wichtig, wo es vielleicht noch Geld gibt. Das kann auch gut sein, dass ein Arbeitsangebot zu Ihnen kommt, vielleicht auf Nebentätigkeit irgendwie noch was zu machen oder irgendwie eine finanzielle Quelle sich noch auftut, ja, wäre interessant. Und ansonsten, Mars in Haus 2 drückt aber auch aus, dass Sie in der zweiten Monatshälfte Februar mehr Interesse haben, auch wie geht's denn Papa und Mama. Ja, das ist die Ursprungsfamilie, das Haus 2. So, dann haben wir noch die Venus. Diese ist die meiste Zeit auch in Haus 10. Ja, das ist von daher nochmal sehr günstig dafür, dass sie eine harmonische, diplomatische Ausstrahlung haben am Arbeitsplatz. Ja, das bringt sie in ihren beruflichen Zielen vorwärts. Venus ist der Charmeur, ja, Venus ist der Morgenstern. Das bedeutet, sie werden einfach brillanter, charismatischer wahrgenommen in der Arbeit. Und das ist sicherlich ihrer beruflichen Entwicklung sehr, 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 sehr dienlich. Ja, das waren für Sie Aszendent Widder die Tendenzen im Monat Februar 2019. Ja, zum Schluss nochmal die Erinnerung, dass Sie sich das mal anschauen mit diesen beiden Seminarmöglichkeiten in 2019 hier auf der Trauminsel Zypern. Ich lade Sie ein, ja, mehr Infos, wie gesagt, dazu unterhalb dieses Videos. Und zwar ist hier ein Link vorbereitet, wie Sie zu einer weiteren Seite kommen. Bitte vergessen Sie natürlich nicht den so interessanten Frühbucherrabatt, denn 20% ist ja auch eine sehr, sehr lohnende Sache. Und ich wollte nochmal erinnern, dass Sie sich, falls noch nicht geschehen, eintragen und registrieren, um einmal im Monat meine vedischen Astro-News zu bekommen mit sehr interessanten Informationen zu den Weltgeschehnissen im deutschsprachigen Raum, in Europa, zu spirituellen Themen, zu Wiedergeburt, zu den Chakren, zu allen möglichen Themen, Deutungen, ja. Und auch dazu ist unterhalb dieses Videos ein Link für Sie vorbereitet. Ja, so verbleibt mir nur, ich wünsche Ihnen einen fantastischen Februar 2019 und freue mich schon auf Ende Februar, Mitte, Ende Februar, wenn wir wieder darüber sprechen, wie die planetare Konstellation aussieht für Februar dann. Bis dorthin, alles, alles Gute und vielen Dank.